Leute, ich würde sagen, heute ist mal wieder Zeit für die Glossy Box. Und ich habe die gerade von der Post abgeholt und ja, werde sie mit euch aufmachen. Ich werde heute schauen, dass ich es ein bisschen zügiger schaffe, denn ich glaube, meine Batterie stirbt gleich, weil ich keine Zeit hatte, den Akku zu laden. Und ja, ich mache jetzt hier gleich mal auf und gucke rein. Ganz normales Glossy Box Design, ganz normale Glossy Box. Ich muss sagen, dass es mir diesmal irgendwie wie eine Ewigkeit vorkam, seit die letzte Glossy Box her ist, denn ich glaube, die kam sogar noch vor Valentinstag und jetzt ist ja schon der 21., 22., nein, 24., keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel da heute ist und meine Haare, Mann, egal, ignorieren wir das bitte. Genau, ich mache jetzt die mir mit euch auf und diese Glossy Box. Oben drauf ist der Zettel. Sieht richtig cool aus, richtig farbenfroh, richtig frühlingshaft. Gerade ist es noch schön draußen, aber ich glaube, der sagt, jetzt bin ich den Rest der Woche wieder eklig, jetzt Wetter und ich will Frühling. Genau, diese Glossy Box nennt sich Fresh and Fruity. Ich bin schon mal gespannt. Hier gucken wir natürlich erst wieder zum Schluss rein. Ich öffne das Band. Obendrauf liegt eine Leseprobe. Zählt das als Produkt? Ich glaube nicht. Von Cecilia Arendt, das Jahr, in dem ich dich traf. Roman. Weiß nicht, ob ich das lese oder nicht. Ich werde auf alle Fälle die ersten paar Seiten schon mal lesen, um zu sehen, wie es geschrieben ist und ob es mir gefällt. Ja, Leseprobe. Dann das ist sehr gut für mich, ich habe nicht trockene Haut. Eine Hydromaske belebt die Haut und spendet Feuchtigkeit mit Algenmeerwasserintrakt und naturreiner Heilerde. Ich bin normal faul, was Masken betrifft, aber ich glaube, die hier probiere ich auf alle Fälle aus, denn mit meiner trockenen Haut und im Moment habe ich sie vor allem wieder hier an der Nase, ist sie sehr trocken und ja, probiere ich definitiv, weil ich sie im Moment echt gebrauchen kann. Dann, oho! Wow, eine Tube mit Holzdeckel, schaut wirklich edel aus, von Naubei, Natural and Organic Moisturizing Peeling. Ein Peeling schaut mich nach Full Size an, denn es sind 100ml drin und es ist versiegelt. Jetzt nur wieder mir. Riecht sehr frisch, aber ich habe natürlich gleich wieder gepatzt. Aber es schaut mit dem Holzdeckel auf alle Fälle wahnsinnig edel aus. Ja, probiere ich gern aus. Heute klappt irgendwie nichts. Dann das nächste. Die Glossy Box ist sehr leicht, da sind nicht sehr schwere Dinge drin. Und es ist irgendwie alles so dreckig. Thermale von Avene. Paisante. Vielleicht steht im Zettel für was das ist. Es steht hier nämlich nicht drauf. Also schon mal das. Oh, ich sehe Make-up. eine Blush. Jetzt stelle ich das mal weg, dass ich das probieren kann. Eine Blush for LK Düsseldorf. Blusher Natural. Und sieht so aus. Ist ein Pinkton, muss ich schauen, ob das bei meiner Haut funktioniert. Ist wirklich nicht sehr stark pigmentiert. Was für mich aber definitiv nicht schlecht ist, denn wenn ich, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viel auftrage, weil ich von Natur aus eigentlich schon so rote Bäckchen habe. Und ja, das sogar teilweise durchs Make-up geht und ich dann eigentlich nur immer so einen kleinen Hauch-Rouge brauche, aber nicht so viel. Von dem her ist es eigentlich ganz gut, dass das nicht so stark pigmentiert ist. Das nächste Produkt ist ein Stift. Lord & Barry. Cryon Lipstick. Ach, das ist ein Lippenstift aus Holz. Plop. Ein roter Lippenstift. Oh, sehr weich. Schaut sich für mich aber mehr eigentlich nach Lip Liner an, aber wenn Lipstick dasteht. Hat ein mattes Finish, was ich liebe. Ich liebe matte Lippenstifte.
So, ich hoffe, ihr seht die Farbe gut. Ist wirklich eine tolle Farbe, so rot-beerig irgendwie. Und ja, ist wirklich eine tolle Farbe und matt. Richtig, richtig klasse. Schon zwei Make-up-Produkte und ich glaube, das letzte Produkt ist auch wieder ein Make-up-Produkt. Und zwar von der Marke Tease. Von der Marke hatte ich meinen Nagellack drin, den ich noch nicht mal benutzt habe. Oh Gott, ich glaube, der war an Weihnachten drin. Die haben die coolsten Verpackungen, die es gibt. Der Nagellack war schon so cool verpackt und die Flasche vom Nagellack schaut auch total süß aus. Und jetzt der hier. Ach nö, das wieder aufkriegen. Ha, geschafft. Richtig süße Verpackung. Ich zeig's euch mal. Ich hoffe, die Kamera kann es scharf genug stellen. So, könnt ihr es erkennen? Ein bisschen wenigstens. Die Farbe ist Gold. Ich hatte noch nie einen goldenen Kajalstift oder Eyelinerstift. Und den kann ich aber auf alle Fälle gebrauchen. Nur spätestens, allerspätestens an Weihnachten. Aber bestimmt werde ich so auch mal einen Look schminken mit Gold. Er ist wahnsinnig weich, wirklich richtig schön weich. Das ist eine richtig, richtig, richtig geile Farbe. Ein richtig schöner Goldton. Schimmert schön, metallic irgendwie. Das heißt irgendwie, er ist metallic. Ja, klasse. Also ich bin, das war jetzt auch das letzte Produkt, wirklich absolut begeistert mit dieser Box. Drei Make-up-Produkte. Eins, was ich noch nicht kenne und ein wirklich, tolles Peeling, so wie mir das entgegenguckt. Und freue mich schon, das alles auszuprobieren. Ich bin ja eher so ein Make-up-Junkie. Und jetzt der Zettel. Schauen wir mal rein, was diese Produkte denn eigentlich kosten. Das Peeling, das mir jetzt runtergefallen ist und ich jetzt zu faul bin, das aufzuheben, kostet im Original 16,35 Euro und sind 100 ml drin, also habe ich das Originalprodukt. Dann der Lord & Beauty Lipstick, das ist dieser Stift, der hat 3 Gramm, also da denke ich ja wohl, ja, das ist das Originalprodukt und ist 20 Euro wert. Also allein der hier hat schon die Glossybox überschritten und das Peeling ja auch schon. Dann der Blusher. 4 Gramm, das ist das Originalprodukt, es steht jetzt keine Grammzahl drauf, aber das denke ich auf alle Fälle mal. Kostet 6,90 Euro. Tease Cosmetics Bold Eye Pencil, Originalprodukt, und kostet 12,50 Euro. Und das mysteriöse Spray, kostet also 50 ml. Der Spray auf Thermalwasser ist ein frischer Klassiker für deine Gesichtshaut. Gerade jetzt im Frühling nicht nur schön pflegt, was? Der deine Gesichtshaut gerade jetzt im Frühling nicht nur schön pflegt, sondern auch dein Make-up optimal fixiert. Also ein frisches Spray und ein Make-up-Fixierspray. Ich glaube, ich habe bei dieser Box mal wieder richtig abgeräumt. alles wirklich tolle Produkte und ich bin mega happy. Die Box hat mal wieder den Wert, den ich gezahlt habe, auf alle Fälle überschritten. Das Spray hat 50 ml drin und ist 2,95 Euro wert. Absolut klasse. Wert definitiv überschritten. Und klasse. Also ich bin richtig, richtig zufrieden. Und freue mich schon wieder auf meine nächste Glossy Box. Auch wenn es jetzt wieder 4 Wochen dauert. Und werde aber bis dahin meine ganzen tollen neuen Produkte ausprobieren. Fresh and Fruity. Das Thema getroffen. Naja. Und The Fresh and Fruity, ich habe jetzt mit irgendwelchen Fruchtduschgels oder so ähnlichem gerechnet. Der Blush hat einen schönen Frühlingston. Gold ist jetzt nicht zwingend ein Frühlingston. Der Lippenstift ist rot. Ja, okay. Aber weder das Peeling noch das Make-up-Fixierspray ist eigentlich ein Frühlingsprodukt. Beziehungsweise fruchtiges Produkt. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es riecht, aber ich glaube, es riecht jetzt nicht nach Früchten. Ja. Also alles in allem eigentlich eine wirklich tolle Produkte. Ich finde, das nur ein bisschen das Thema verfehlt ist und will mich aber auf keinster Weise beschweren, denn die Produkte sind wirklich klasse und
für mich eigentlich wirklich toll, denn es sind mit dem Make-up-Setting-Spray, würde ich jetzt auf alle Fälle mal sagen, 4 Make-up-Produkte und ein Pflegeprodukt. Also top, 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 top. Ich hoffe, euch hat's gefallen und falls ihr irgendwelche, ich brauche mal wieder ein paar Ideen, falls ihr ein paar Videoideen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe zwar welche, aber ich will ja auch was machen, was euch gefällt und was euch interessiert und ja, also falls ihr vielleicht auch Challenge habt, ich überlege mal wieder eine Challenge zu machen, eine Challenge zu machen, ich kann nicht mehr sprechen, dann schreibt mir das auch in die Kommentare und textet mir einfach die Kommentare zu. Und ja, ich sehe euch dann hoffentlich in meinem nächsten Video. Mir macht es immer wieder Spaß, mit euch da reinzugucken und ja, ich sehe euch nochmal in meinem nächsten Video und ja, ich will eigentlich nicht aufhören zu quatschen mit euch, aber mir fällt nichts mehr ein und